Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, die Steam-Version. Ja, erstmal gleich wieder randalieren und Zeug einsammeln. Und dann mal kurz orientieren. Wir sind am Eingangsgebiet. So, das heißt, wir können entweder durch das Sonnentor oder durch... Ja, gehen wir durch das Sonnentor in Richtung der Windmühle, müsste das sein. Ja, da ist das Dorf. Und da hinten ist die Zugbrücke. Ja, die Zugbrücke können wir wahrscheinlich eh erstmal nicht runterlassen. Da ist Wuff. Hey, Fleisch. Ja, mit der Katze kann ich halt noch nichts anfangen. So, aber mit Gegnern kann ich was anfangen. So. So, Dämonenzähne, sehr schön. Oh, Affen. Affen futtern ja alles. Also kriegen die Samen. Und ja, Affen kennen wir bereits. Also... Weg damit, so. Schauen wir mal kurz. 200 oder so fehlt nicht mehr viel für... Das war der Affe. Fehlt nicht mehr viel für das nächste Upgrade, für die, das Tintenfass. Ja, da kommt der Schreihals, der sagt, dass es bald dunkel wird. Das Dorf Kusa. Yay. Ah! Was ist das für eine unheimliche Atmosphäre des Bösen hier in diesem Dorf? Es gibt hier keine verfluchte Zone, aber ich spüre einen starken Fluch. Ja, irgendwas saugt uns die Tinte aus. Das ist nicht so schön. Das Schicksal meint es nicht gut mit mir. Ich hatte gehofft, hier ein bisschen Handel am Windschrei treiben zu können, aber der Schrei ist von einem Monster übernommen worden und überall herrscht Panik. Nun gut, ich schätze, ich muss jetzt einfach das Beste daraus machen. Bist du hier geschickt worden, um für deinen Herrn einzukaufen? Ja, gucken wir mal, ob du Goldstaub hast. Endlose Gerechtigkeit. Ein Windrad. Ja, das brauchen wir für den Typen. So, zweimal Goldstaub. Punter und Tintenstein brauchen wir nicht unbedingt. Nö. Okay, hier sind alle recht deprimiert. Hallo, kleines Hündchen. Blumenmädchen steht da. Weißt du, dieses Blumenbeet war immer sehr hübsch. Es war voller Blumen, die alle durch das Wasser des Springbrunnens gediehen. Aber dann hörte der Wind auf zu wehen und das Wasser trocknete aus. Und jetzt? Aber ich gieße sie jeden Tag. Ich muss sie wieder zum Blühen bringen. Die Blumen hier waren so schön, aber jetzt sieht es aus, als wären sie mit totem Gras gefüllt. Aber ich gieße sie jeden Tag. Ich muss sie wieder zum Blühen bringen.
Ja, wir können hier auch nicht zeichnen. Das sieht man gerade. Das klappt nicht, Felknoll. Dein göttlicher Pinsel wird bei einer so starken Kraft des Bösen nicht funktionieren. Ja. Bitte gieß die Blumen. Das hätte das Kind, hätte das ein Kind geschrieben. Ich frage mich, ob dieses Kind das geschrieben hat. Ja. Hat sie ja auch. Sie versucht die Blumen ja zu gießen. Ah, ich verstehe sie. Diese Brunnen benutzt die Kraft des Windes, um Wasser hochzupumpen. So schade, dass es momentan nicht funktioniert. Sieh nur, wie der Boden ausgetrocknet ist. Ich wette, alles, was wir bräuchten, ist ein guter, starker Wind, um etwas Wasser hochzubringen. Mhm. Ja, hier sieht es auch wirklich trostlos aus. Und wir haben unsere Göttlichkeit verloren. Wir sind nur noch ein weißer Wolf. Jetzt wird es auch noch dunkel. Hm. Na, Susano, hi. Nein, nein, nicht das. Bei den Göttern, ich schwöre, Mummel. Du wirst niemals... Hm, es ist Susano. Er ist ein sturer Hund. Was zum Teufel macht er da? Ich wette, er hat einen Albtraum, in dem er von Monstern verprügelt wird. Er scheint ja ganz außer sich zu sein. Es wäre ja ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Schon wieder dieser Traum. Hört das denn nie auf? Ich dachte, wenn ich in das Dorf komme. Hey, Alter, hängst du in deinen Träumen auch so rum? Muss nett sein, wenn man mitten am Tag einfach so ein Schläfchen machen kann. Größter Krieger aller Zeiten, so ein Quatsch. Naja, es ist eine Nacht, Isun. Hm. Hündchen und die kleine Laus. Oh, Hust. Wollt ihr meine Meditation wieder stören? Sogar in meinen Träumen arbeite ich hart und entwickle neue Strategien, um das Rot irgendwas oder so ähnlich zu besiegen. Ich kam her, um für den Sieg im Windschrei zu beten, aber... Aber siehe da, dieser Rot irgendwas oder so ähnlich hat den Schein besetzt. Nun mit meinem unbesiegbaren Schwert gibt es eigentlich keinen Grund zu beten, aber das Schicksal der Welt ruht auf meinen Schultern. Ich muss vorbereitet sein. Zuerst muss ich hier sitzen und einen gut durchdachten Plan machen. Hm, nun wo war ich? Plan, ja genau. Das ist doch nur deine Entschuldigung, um zu schlafen. Darf ein Mann nicht mehr schlafen? Ach, du bist es schon wieder. Ich entwickle einen Plan, um diesen Rot irgendwas oder so ähnlich zu besiegen. Ich dachte, ich sollte für den Sieg beten, aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, etwas von Kushisake in Kamiki zu trinken, wäre wohl effektiver. Mann, er ist nicht nur ein Feigling, sondern auch noch ein Trinker. Hm. Ja, das Ausbringen bringt mir nur leider nicht viel. Mit dem rede ich nicht, weil ich weiß gerade nicht, ob ich seine Kampfquest überhaupt machen kann, wenn ich keine Tinte habe. Hm. Herr Bambus. So, ist was für ein Dilemma. Das wird dann wohl der Dorfälteste von diesem Dorf sein. So wie Mandarine von Kamiki. Was für ein Dilemma, hm? Oh, was für ein hübscher Wolf. Ich strecke gerade in einem Dilemma-Wölflein. Ich bin ein Handwerker und ich arbeite mit Bambus, wie du sehen kannst. Aber ich kann gerade keinen zum Arbeiten bekommen. Ich sollte dich nicht mit meinem Problem belasten, Wölflein. Handwerker Herr Bambus. Oh ja, er ist nur ein Handwerker. Junge, das muss aber ein großes Dilemma sein, wenn du dich einem Wolf anvertraust. Hallo, kleiner Kobold. Bist du hier, um dem Geschaffel eines alten Mannes zu hören? Ich habe immer Bambus drüben in der Sasa-Zuflucht auf der Taka-Ebene gesammelt. Aber in letzter Zeit komme ich doch nicht mehr rein. Der Spatzenkahn hat plötzlich die Tore zur Sasa-Zuflucht geschlossen. Und ich würde mir nicht sehnlicher als wieder meine Bambus-Wade zu machen. Ich bin alt und das ist alles, was ich noch habe.
Und um alles noch schlimmer zu machen, steht das Fest auch noch kurz bevor. Ich verkaufe dort immer meine Waren. Aber mir läuft die Zeit davon. Ah, das ist doch nicht das Ende der Welt, Großfederchen. Was haben wir uns da wieder reinziehen lassen, Ami? Hm. Wow, das ist aber ganz schön großer Bambus. Dieser Bambus muss seine Arbeit wirklich lieben. Ja, Pinsel funktioniert nicht. Wie sieht es in Gebäuden aus? Ja, eine verstreute Perle. Finde alle verstreuten Perlen und erhalte eine besondere Belohnung. Ja, und das ist Bambus, den wir füttern können. Jo. Und schwupps haben wir einen zweiten Magen voll. Das heißt, alles, was wir an Essen haben, geht jetzt wieder auf die Yen. Was auch nicht mal so unpraktisch ist. Also ja, das heißt aber hier hinten sind wir total falsch. Und wir können nicht mal mit Speed rennen. Hm? Da ist Susano wieder. Das heißt eigentlich, ich muss hier drüben lang. Boah, ist das hier eine sehr drückende Atmosphäre. Da oben ist auch jemand. Es ist hell, Gott sei Dank. Oder auch nicht. Die Leute beten zu diesen kleinen Dingern für eine sichere Reise. Sieh dir nur all das Moos an. Die müssen ja schon seit Ewigkeiten hier stehen. Mhm. Ja, hier komme ich auch nicht hoch. Nö. Was bleibt mir, heißt, mir bleibt keine andere Wahl, als hier hochzugehen. Fusehime. Oh, das ist aber Pech. Ich wurde besessen, als ich für einen kurzen Moment in meiner Wachsamkeit nachließ und ich hatte mich so bemüht, das Dorf zu beschützen. Und jetzt soll alles zu einer schrecklichen, verfluchten Zone werden. Aber leider meine Kraft, sie schwindet, als es verloren. Wie stellt ihr euch das vor, wie ich hier kämpfen soll? Naja, es ging irgendwie. Damit gewinne ich aber wahrscheinlich nicht mal einen Blumentopf. Ne. Zeit und Schaden.
Bin ich von dem bösen Fluch befreit worden? Du hast mich gerettet, aber ich weiß nicht wie. Was verdammt nochmal ist passiert, eure Süßheit? Oh, seid ihr mit meiner Familie im Haus Satomi vertraut? Nein, ich kann sehen, dass ihr es nicht seid. Aber trotzdem könnt ihr mir einen großen Dienst erweisen. Wollt ihr euch anhören, was ich zu sagen habe? Sprecht weiter, hübsche Dame, ihr Sohn, hört zu. Oh, danke dir. Ich bin Fusehime, Priesterin des Windschreins. Priesterin Fusehime. Der Windschrein steht oben auf dem Kamichi-Berg. Kasegami, der Gott des Windes, wird hier verehrt. Der Wind, der von dort weht, hält die Monster von hier fern. Bekannt als göttlicher Wind, ist er unser verehrter Beschützer. Aber eines Tages hat er aufgehört zu wehen und das hat den Monstern ermöglicht, sich in unser Dorf zu schleichen. Sogar ich, die letzte verbleibende Priesterin hier, wurde beinahe erschlagen. Dieses schreckliche Monster steckt hinter alledem. Wollt ihr den Rest meiner Geschichte hören? Es gibt nur eine Erklärung dafür, warum der göttliche Wind aufgehört hat. Es ist dieser schreckliche Monster Rothelm. Diese Bestie lebt nun im Windschrein. Die Monster in diesem Gebiet stehen alle unter der Kontrolle von Rothelm, seitdem dieser in der Taka-Ebene vor 100 Jahren erschien. Meine Familie, das Haus Satomi, Bewahrer des Windschreins, bekämpft diese Bestie und sein Gefolge schon seit damals. Aber letztes Jahr griffen die Teufel an und töteten den Oberpriester, als dieser durch eine Krankheit geschwächt war. Und so fiel der Windschrein in ihre Hände. Ich kann mich erinnern, das schon einmal gehört zu haben. Das war eine große Geschichte hier in der Gegend. Wenn ich nur Rothelm bezwingen und den Windschrein befreien könnte. Aber ich kann nicht die Sperre des Bösen überwinden, die jeden daran hindert, den Schrein zu betreten. Es gibt jetzt nur eine Hoffnung. Nur die Krieger aus dem Haus Satomi, die dem Haus Satomi dienen, können diesen Fehler richten. Unsere einzige Hoffnung, Rothelm zu besiegen, sind die Satomi-Hundekrieger. Die Satomi-Hundekrieger haben den Schrein beschützt und dem Haus Satomi seit Ewigkeiten gedient, aber leider sind sie jetzt über ganz Nippon verstreut. Wenn wir sie wieder vereinen könnten, dann könnten sie die Sperre durchbrechen und den Schrein zurückerobern. Wirklich, warum musst du dann diese Hündchen nicht her? Ich habe es bereits probiert, aber ich habe bis jetzt noch kein Wort von ihrer Ankunft gehört. Ich spüre Anwesenheit in der Nähe, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Was, wenn sie angegriffen und verletzt worden sind oder Schlimmeres? Ich bitte dich, könntest du bitte ihre Aufenthaltsorte aufspüren? Das könnte dir nützlich sein. Oh, ein Gegenstand. Hundesuche. Ich spüre 5 Satomi-Hundekrieger in diesem Dorf. Sie sind ein temperamentvoller Haufen und Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. Aber sie sollten zu mir zurückkehren, sobald sie den Hundesucher sehen. Der Hundesucher wird euch in ihre Nähe bringen. Nutze ihn zusammen mit deiner Stärke, um sie zu finden. Überlasst es nur uns, eure Süßheit. Wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie sie uns dankt, Ami. Okay. Tja, an die Box komme ich leider gerade nicht ran. Oh, Vögelchen. Hier ist Samen für euch. So, Spatzen kennen wir ja bereits. Und da haben wir endlich mal genug Glück zusammen. Um uns ein weiteres Tintenfass zu kaufen. Nein, so geht das nicht. So geht das aber. Affen zu füttern. Die kriegen auch Samen. So, überspringen.
Hi. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das je sehen würde. Mein Großvater sagte, er hätte eine Art Insel in der Luft schwimmen sehen, aber das ist unmöglich. Mein Großvater sagt, es gibt da oben ein Land, das man die göttliche Ebene nennt. Dort sollen alle diese großen Götter leben. Aber ich weiß nicht, das hört sich alles ein bisschen weit hergeholt an, wenn du mich fragst. Also wenn mal die Sonne scheint. Sieht hier ja doch ein bisschen trostlos aus. Gaha, ich bin Blockkopf. Ich bewache diesen Ort so, dass alle passieren können. Warte, ich meine, niemand passieren kann. Hey, habe ich dich nicht schon einmal gesehen? Wovon redest du da? Ich bin der einzig wahre Blockkopf. Und jene, die etwas anderes behaupten, die kriegen eine verpasst. Versuchst du, meine wasserdichte Verteidigung zu durchbrechen? Ha, das klappt nicht. Nichts kann meinen Körper auch nur verletzen. Natürlich habe ich auch Schwachpunkte. Ein sauberer Treffer dort würde mich sofort erledigen. Aber ich bin doch nicht dumm genug, diese Punkte zu entblößen. Und jetzt verschwinde, hier kommt niemand durch.